Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. 8 Uhr, das ist nicht die Kirchturmuhr, sondern die Schulhausuhr hier in Pfruttenhof, die Kindergartenuhr schlägt. Wir haben Punkt 8 Uhr und wir starten jetzt zu einer längeren Wanderung. Der Yoshi hat die geplant, dann sag mal was dazu. Ja, wir laufen jetzt erstmal Richtung Freudenstadt und dann zur Kinzigtalsperre runter und planen am Silbersee zu übernachten in der Nähe von Rainerzau. Und morgen laufen wir dann da hinten durch den Wald bis nach Oberwolfach. Ja, und wir, das heißt Celine, Rainer, Yoshi. Und was der Yoshi vergessen hat, wir laufen durch Freudenstadt. Das heißt, wir kommen nicht am Horst seiner Metzgerei vorbei. Da gibt es nämlich das zweite Frühstück. Und jetzt gehen wir aber los. Ich würde mal sagen, ich tue meinen Ultraleichtrucksack aufsetzen. Hat schlappe 19 Kilo, aber ja. Und beim Horst nehmen wir noch was mit, aber das kommt beim Yoshi rein, weil dem seiner hat nur 12 und du hast 17. Alles ultraleicht. Gehen wir los. Na, auf geht's mal. Los, Knero. Jetzt hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Mein Helm. Ohne den gehe ich natürlich nicht aus dem Haus. Wie gesagt, Yoshi hat es auf Komoot geplant. Ich habe das dann übernommen auf meinem Komoot und kann somit mit der Uhr hier ablaufen. Das heißt, wir haben jetzt noch 23,2 Kilometer. Oh Gott, und ich bin jetzt schon kaputt. Die Selene, die geht wieder ab, wie eine Bergziege hier. Aber die hat ja auch Nero als Zug. Pfruttenhof sind wir schon raus, also das meiste haben wir für heute. Ja, schön wär's. Mir läuft schon der Schweiß runter und ich war noch nicht mal beim Horst ein Bier trinken. Also ich glaube, das wird ein harter Tag. Ja, wir haben gesagt, wir laufen jetzt durch den Wald und da ist ja wahrscheinlich ein bisschen kühler. Und wenn wir auf der anderen Seite, da geht es den Berghof, wenn wir da oben sind, dann werde ich mich auf alle Fälle mal von der Fließjacke trennen. Ich glaube, heute ist T-Shirt-Wetter, vor allem mit dem Gepäck hinten auf dem Buckel. Bis Freudenstadt hier auf dem Ostweg, 4,5 Kilometer, wie gesagt, da gibt es unser zweites Frühstück beim Horst. Wir haben für den Nero heute extra die kurze Leine mitgenommen, weil wenn wir ihn an die lange Leine machen, da läuft er bis zum Ende des Tages dreifache von uns und ich glaube, dann kommt er nicht bis zum See. Ja. Und falls er es so nicht schafft, wenn es ihm zu viel wird, dann hat die Sabine gesagt, sie wird ihn abholen und retten. Und zu mir hat sie das übrigens auch gesagt. Nur der Yoshi wird nicht abgeholt. Der hat das Ganze geplant, der muss auch tapfer durchziehen. Ich bin das absolut nicht mehr gewöhnt mit Gepäck laufen, mit großem Gepäck. Ja, bin mal gespannt, die nächsten 20 Kilometer, wie das wird. Und auch mit dir, ha? Ja, bin ich ein guter, ha? Und Celine tut ein ganzes Vesper schleppen, ha? Normal müsstest du hier auch Rucksack aufhaben und alles mitnehmen, ha? Ja. Yoshi hat jetzt auch noch seinen Helm rausgeholt. Jetzt fehlt bloß noch die Selene. Aber die schützt ihren Rucksack mit ihrem Helm hier.
Wir sind jetzt hier am Spielplatz bei Wittlensweiler. Gleich geht es nochmal einen Berg hoch und ab Freudenstadt Richtung Kinzigtalsperre runter. Da wird es dann entspannt und geht viel bergab. Ja, der Buckel ist auch bezwungen und mir läuft das Wasser runter. Diese Lindy geht da, die rennt da vor wie so eine Bergziege. Und naja, bin halt auch keine 20 mehr. Ich auch nicht. Vielleicht sollte ich auch mal das eine oder andere Kilo abnehmen, dann täte ich mich vielleicht auch leichter. Weil das bringt alles ultraleicht, wenn man selber 20 Kilo zu viel hat. Dann bringt es ja auch nichts. Aber wir haben weder ultraleicht leicht noch der richtige BMI. Der Baum mit der schönen oder mit den schönen Blüten ist hier kurz vor Freudenstadt, rechts der Friedhof in Freudenstadt. Ja, und wir laufen jetzt durch die Stadt bis zum Horst, zur Metzgerei. Die lange Straße haben wir jetzt hier erreicht in Freudenstadt. Ja, hier habe ich als Kind eine Weile gewohnt. Da gab es auch schon die Metzgerei Otto Buck da unten. Da haben wir früher auch schon eingekauft. Ja, ist aber lang, lang her. Ich glaube schon so 50 Jahre. Ja, und jetzt haben wir es noch gleich wieder erreicht. Da werden wir beim Horst mal hinten an die Tür klopfen. Da war der Otto Buck, aber noch der Vater vom jetzigen Otto Buck. Heißen alle Otto. Das passt ja. Hast du Feierabend? Sicher. Gehen wir Bier trinken, weißt du? Das hört sich gut an. Kein Alkohol während der Arbeitszeit. Um wie viel Uhr hast du angefangen, dass du schon wieder Feierabend hast? Um 6. Um 6. Eigentlich und hätte ich ja Freiheit. Um 6 anfangen, um 9 Feierabend. Und eigentlich Freiheit. Ich glaube, ich habe den falschen Beruf. Zeig mal dein T-Shirt. Ja, das ist ja wieder klar. Kann ja nicht anders sein. Gell? Wenn du Kleinigkeit hast. Ja, ich hoffe mal, das ist nicht sein Ernst hier. Das ist für dich, Nero. Ja, wir haben ein schönes Fleischkäsweckle gekriegt. Das habe ich vorher, oder besser gesagt, gestern Abend schon bestellt. Ja, und dann haben wir auch noch unser Abendessen hier bestellt. Das heißt, das kriegt der Joschi noch in den Rucksack, dass der auch mal ein bisschen Gewicht reinkriegt. Und natürlich mal sagen, mal ein bisschen hier von dem leckeren LKW. Sehr gut. Mhm. Der Durst ist schlimmer wie Hunger. Okay. Ich kann jetzt nicht essen, ich muss nachher rum zum Frühstück. Ach so. Prost, Rainer. Prost. Prost. Ja, das größte Highlight des Tages ist rum. Fleischkäsweckle haben wir gegessen. Der Kasten haben wir nicht ganz leer gekriegt. Es langt mal am frühen Morgen. Der Rest kommt heute Abend. Der Rest kommt heute Abend und wir ziehen jetzt mal weiter. Ja, vielleicht bringt uns der Horst das Bier hinterher. Schauen wir mal. Auf alle Fälle, wir packen jetzt unsere Rucksäcke wieder. Nero drängt auch, der will auch weiter. Also, gehen wir's an. Also vielen Dank, Horst, für Speis und Trank. Die Kamera lassen wir dir jetzt. Ich glaube, das Video kein Thema.
wesentlich interessanter, wenn du die heute mal in der Hand hast. Und wir gehen weiter. Ciao. Da hätte ich jetzt heimgegangen und anfangen Fenster putzen, die hätte jetzt nötig. Mal gucken, das. Vielleicht sieht man noch durch. Ich glaube, die Leute sehen lieber, wie man Braten macht oder so bei dir, wie man Fenster putzt, aber mach was du willst. Gibt's halt Korne, ich hab halt frei. Jetzt. Ciao. Tschüss. Das nächste Ziel nach Freudenstadt ist dann der Teuchelwald für uns. Da drüben ist das Café Zeitraum und von da hat der Horst uns noch Plushkis mitgebracht. Hey, werden wir heute Mittag zu einem Kaffee genießen. Klingt gut. Viel Spaß. Danke. Nachdem Nero ja da beim Horst auch noch feine Leckereien gekriegt hat, der trocknet immer irgendwas für ihn. Und das hat er mir jetzt gleich gegeben, bevor er es zu mir bringen muss noch. Ist er noch recht fit und wir hoffen mal, dass er die restlichen, was weiß ich, 18, 19 Kilometer noch gut schafft. Und wie gesagt, wenn nicht, dann holten die Sabine ab. Und weiter geht's in Teuchelwald jetzt. Wir gehen jetzt mal ein Stück auf dem Mittelweg weiter. Noch ein kurzer Blick Richtung Christophstal und Bärenschlößle und dann geht's für uns in den Wald rein. So, wir sind jetzt im Teuchelwald und der Wald hat seinen Namen von diesen Stücken hier, nämlich den Teucheln. Das sind Tannenstämme, die längs durchbohrt sind und somit wurde früher das Wasser lang geleitet hier. Also eine Teuchel war dann etwa 4 Meter lang, zwischen den Teucheln waren Metallverbindungen, damit man kein Wasser verliert und so hat man die Wasserleitung gelegt. Das war jetzt gerade der Olga-Brunnen von 1889. Und mehr können wir dazu auch nicht sagen. Doch, dass gutes Wasser rauskommt. Und wo ich den Brunnen gesehen habe, ist mir was elementar Wichtiges eingefallen. Wir haben die Kaffeebecher vergessen. Wir haben Kaffee dabei, wir haben Wasser dabei. Kaffeebecher haben wir keine, aber was wir haben, sind Bierdosen. Ja, weiß nicht. Vielleicht aufschneiden und sich der Mund aufschneiden dran dann nachher. Ich weiß es nicht, aber irgendwas müssen wir uns einfallen lassen, dass wir zu einem Kaffee kommen. Weil zum Frühstück nach morgen früh schon Bier trinken ist ja auch nichts. Ja, ich habe festgestellt, die Tannen auf der Tannenhütte sind seit unserer Schwarzwald-Atlantik-Tour ein bisschen größer geworden. Aber ich denke mal, die haben da neue drauf gemacht. Sonst wären sie wahrscheinlich schon ein bisschen größer. Und hätten das Dach eingedrückt. Ja. Da oben zwischen den Bäumen steht so ein Glaszelt. Das wäre dann ja auch mal eine coole Übernachtungsmöglichkeit. Ha? Aber wenn die Sonne da drauf prallt, könnte es ganz schön heiß werden. Das Waldcafé hat wohl noch geschlossen. Aber wir sind ja auch noch gut versorgt vom Horst. Also, weiter geht's. Hast wieder ein bisschen Bilder für Komoot gemacht. Berichterstattung. Gut, also die Tour findet ihr wieder auf Komoot bei Yoshi. Hier die Agnes Ruhehütte. Ein Foto von 1904 und so sieht sie heute aus, wurde nachgebaut von der Ausbildungsstelle für Forstwirte von Freudenstadt, soviel ich weiß. Auf der Uhr sieht man es, wir sind jetzt kurz davor, vor dem höchsten Punkt.
Und dann geht es mal wieder echt ein gutes Stück bergab. Und es wird auch Zeit, weil wir laufen heute eigentlich fast nur bergauf gerade. Ja, naja, es geht. Der Rucksack ist halt, der drückt halt. Selber schuld, wenn man so viel Bier mitschleppen muss. Weiter geht's in Richtung Rippholzau. Wir haben jetzt die Rippholzauer Hütte erreicht auf 825 Metern über normal Null. Und dann machen wir jetzt eine kurze Pause, das ist der höchste Punkt. Und von nun an, genau, ging es bergab. Hoffentlich nicht mit uns, sondern nur der Weg. Nero, was machst denn du da? Hm? Hey, hier bleibe. Hübsch schön. Ja. Na komm. Ja, du kannst den ganzen Hund. Wir teilen uns ein. Wir teilen uns hier erstmal so ein Frühstücks-Müsli-Riegel. Also ich glaube, mit Abnehmen ist nichts auf der Tour, oder? Das ist mehr so eine Zunehmtour wie Abnehmtour. Hm, wie gut. Ja. Was ist das? Seitenbach, oder? Seitenbacher, ja. Keine Werbung mehr. Für Seitenbacher immer. Also eigentlich hatten wir im Vorhinein Bedenken, dass Nero den Weg nicht schafft, aber inzwischen überlege ich eher beim Papa und beim Yoshi, ob das was wird. So, wir treffen bald auf den Bach, die kleine Kinzig, und dann folgen wir der parallel bis runter zum Stausee. Ja. Erst Kamera, dann Foto. Du machst Bild und ich mach's bewegte Bild. Ja, bei der Hütte hier haben wir jetzt die kleine Kinzig erreicht. Hier ist ein kleines Brückchen, da gehen wir drüber über die kleine Kinzig. Ja, schön hier, kleiner Wasserfall da drüben. Celine, ist das ein Sitzstreik hier oder was? Nee. Einfach mal Pause machen hier auf der Forstautobahn. Ja. Ja, der Weg ist gerade wirklich nicht so der Renner. Ja, Nero will weiter. Celine, soll ich dir hochhelfen? Ja. Das war jetzt wirklich zäh hier an der Forstautobahn da runter. Aber es sind jetzt noch 1,4 Kilometer, dann sind wir am Stausee. Kleine Kinzig, und ich denke mal, da wird wieder ein bisschen abwechslungsreicher. Ja. Ja, was ich natürlich auch noch sagen muss, Celine hat einen neuen Sponsor hier. Naja gut, Motorsägen. Auch cool. Wald haben wir ja genug.
Wir überqueren jetzt hier die kleine Kinzig und die fließt jetzt gleich in der Stausee, kleine Kinzig. Und da sehen wir uns dann auch wieder, wenn nicht vorher noch ein schönes Bänkle kommt, wo wir mal Mittag essen können. Es ist inzwischen 12.30 Uhr und ich hätte schon wieder Hüngerle. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich könnte schon wieder was essen. Und ich glaube, der Nero wäre auch mit dabei. Wir haben jetzt hier schon einen Blick zum Stausee Kleine Kinzig, aber der Blick von der Hexe ist natürlich wesentlich besser von hier oben und das zeigen wir euch jetzt mal geschwind. Ja, die kleine Hütte, die wir uns rausgesucht haben für unser Vesper, ist leider schon belegt, wie es aussieht. Da machen andere schon Vesper. Dann gehen wir halt tapfer weiter. Ja, einen zweiten Hund haben wir jetzt auch noch. Jetzt nicht mehr. Hat er wieder umgedreht. Ja, gehen wir tapfer weiter und schauen nach der nächsten passenden Möglichkeit hier. Jetzt sehen wir mal rüber hier bis zur Staumauer. Ja, da müssen wir nachher dann drüber und auf der anderen Seite hat es noch so einen Lagerplatz. Da könnten wir dann vielleicht gucken, ob wir da noch ein Plätzle kriegen zum Vesper machen. Ja, ich habe gedacht, wir sind ja gleich da auf der Talsperre, ja, von wegen und so. Es geht noch hier um so einen Zipfel rum vom See und jetzt haben wir hier gesehen, hier liegt so ein riesiger Sandstein im Wald rum und wir haben gesagt, da können wir doch auch super hinsitzen und können da unser Thunfischbaguette machen. Und das machen wir jetzt. Joshi, wo bist du denn? So, dass ihr auch was Schönes habt hier auf diesem Video. Celine scheint nicht zufrieden zu sein mit meinem Stein. Warum eigentlich? Ich finde den Stein super. Und so schlecht sieht doch das hier gar nicht aus, auf unserem großen Felsbrocken hier zu essen. So, das ist für den Joshi hier. Dein U-Boot kommt. Dankeschön. Wir haben ja auch noch zwei Frühkölsch, hat mir jemand geschickt und ein nettes Ehepaar und ich habe auch einen Zettel hergerichtet zum Dankesagen an wen, habe aber leider der Zettel daheim liegen. Also vielen Dank und Prost. Hallo. Ich muss durchgeschüttet. Ja klar. Nero tut da oben essen. Was kriegt er nicht? Hat schon gegessen. Ist schon fertig. Ja. Wir verlassen unseren wunderschönen Rastplatz jetzt hier wieder
Und dann geht's weiter. Ja, erstmal um diesen Zipfel von der Talsperre hier vom See rum. Und dann über die Talsperre wahrscheinlich. Oh, Nero, zieht doch nicht so an der Leine, da wackelt die Kamera so. Irgendwie ist das ja schon frustrierend, wenn man das hier an der Navigation sieht. Weil man so einen dämlichen Zipfel vom Wasser hat, muss man da ewig in diese Richtung laufen und dann wieder in die andere. Aber letztendlich ist ja die ganze Wanderung eigentlich bloß so. Man läuft einfach durch die Gegend, wo man eigentlich nicht muss. Und insofern, wir lieben diesen Zipfel, dass wir den auslaufen dürfen, weil das ist unsere Wanderung. Wir haben die Spitze jetzt hier erreicht. Jetzt geht es wieder in diese Richtung weiter. Sind jetzt noch 1,5 Kilometer bis zum Staudamm. Und dann wird sich zeigen, wie es der Navi, wie es der Yoshi navigiert hat, ob wir über den Staudamm gehen oder runter und dann auf der anderen Seite rechts, ich weiß es nicht. Das sehen wir dann. Und jetzt müssen wir aber hier die Jacken wieder ausziehen, weil die Sonne ist doch warm beim Laufen, da wird es ruckzuck warm. So beim Sitzen hat man sie gebraucht, wenn der Wind ein bisschen weht, aber jetzt beim Laufen. Ich ziehe die Jacke wieder aus. Ja. So machen wir es. Die 1,5 Kilometer haben sich jetzt echt gezogen, aber wir haben jetzt die Staumauer erreicht. Puh. Wir gehen jetzt nicht über den Staudamm, sondern sind jetzt dran vorbeigelaufen und hier führt so ein steiler Weg nach unten und da gehen wir jetzt mal Staudammhöhe nach unten. Trinkwasserversorgung, kleine Kinzig hier. Ja, die Staumauer von der anderen Seite. Und für uns geht es jetzt links weiter und dann können wir gutes Trinkwasser fassen hier bei der kleinen Kinzig. Inzwischen haben wir 20 Kilometer. Ja, Nero immer noch tapfer dabei. Null Problem. Hat da jetzt gerade ein bisschen Wasser getrunken, gar nicht so arg durstig. Und wir haben es aber auch nicht mehr weit. 3 Kilometer noch, sagt Snabi. Und dann müssten wir an dem Platz sein, wo wir übernachten wollen. Wir sind in Reinertsau, oberes Dörfle. Ich glaube, das ist Tal der Ahnungslosen hier, weil wir haben weder Internet noch Telefon. Also hier ist gar nichts, kein Netz, 0,0, auf alle Fälle mit meinem Handy nicht. Und ich glaube, ihr zwei habt auch nichts. Nein. Ja, aber das ist ja auch kein Fehler, wenn man mal nicht erreichbar ist. Aber eine schöne Aussicht hat man dafür hier.
Ja, wir haben ein ganz kleines Problemchen. Wir wären jetzt da, wo wir eigentlich übernachten wollen. Aber die Freizeitanlage hier hat ja wegen Corona geschlossen. Ja, eigentlich Blödsinn, weil da gibt es eh keine öffentlichen Toiletten oder sonst irgendwas. Also. Aber es ist nun mal so, es ist zu. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir uns irgendwo anders hinhauen, unser Zelt aufstellen und ja, den Tag rumbringen. Irgendwas müssen wir machen, nicht? Warte mal, ich ruf dich gleich nochmal an. Oder Papa hat gerade Video angemacht. Ciao. Ja, Freunde, der Kriegsrat hat getagt. Ich habe hier zwei Plätze vorgeschlagen, so einmal im Wald hier. Es ist halt alles wirklich ein bisschen schräg und krumm und schief hier. Oder da unten, da ist ein Weg, der ist eigentlich abgesperrt, da hätte es auch nicht weitergehen, da hätten wir auch, aber der ist auch ein bisschen arg dreckig und so. Und wir haben gesagt, für morgen die Strecke, wo wir da rausgesucht haben oder wo wir geplant haben, die ist auch nicht gerade der Renner. Insofern habe ich dann der Horst angerufen und habe zu ihm gesagt, du, ich habe deinen Gulasch jetzt hier runtergetragen. Aber wir wollen es nicht gerade hier unten aufmachen, wir hätten es gern oben bei dir aufmachen. Und jetzt ratet mal, was er gesagt hat. Ja, dann hole ich euch. Horst. Super. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Aber ihr wisst ja, ich bin eh der Abbruchkönig und insofern passt das schon. Und die haben mich ja unterstützt beim Abbrechen. Also war nicht so, dass ich gesagt habe, nee, komm, wir gehen jetzt, wir brechen ab. Nee, das war ein gemeinsamer Beschluss und ja, jetzt machen wir das auch so. Aber jetzt tun wir als erstes mal, das dauert ja eine Weile. Wir sind ja ewig weit gelaufen. Also es dauert eine Weile, bis der Horst hier da ist. Und dann würde ich sagen, wir holen mal eine Dose Bier aus dem Rucksack und werden erstmal eine Dose Bier trinken, ja? Das klingt nach einem Plan. So machen wir's. Und du? Ja. Kein Bier? Nein. Aber dann lass uns doch irgendwo eine Bank da suchen. Eine Bank? Und nicht hier. Brauchst Geld? Niemand da schlafen am Fenster, kein Problem. Bei so einem schönen Stuttgarter haben wir jetzt beschlossen, wir machen morgen eine, was sagt man da, eine Genießerpfad. Ein Genießerpfad, ja. Genau, ein Genießerpfad. Und ganz wichtig, mit ganz wenig Gepäck. Weil also dieses Gepäck, das drückt schon. Also nach 20 Kilometern muss ich sagen, da hat es mir richtig gelangt. Also ich weiß nicht, früher da sind wir über die Alpen und so, stellenweise sind wir 30 Kilometer am Tag laufen mit Gepäck. Also mag ich gar nicht mehr so. Also zum Wohl. Schönes Haus da gegenüber. Ach ja. Fällt mir gerade nur ein, ich habe ja die Hexe mal hochgelassen. Da seht ihr mal unseren Übernachtungsplatz von oben, den wir leider nicht nehmen dürfen. Wir hätten ja über den Zaun steigen können, aber nachdem wir jetzt Video machen, dann sollten wir ja so illegale Sachen dann nicht machen. Sonst machen wir das natürlich auch nicht. Ja, genau. Er auf alle Fälle. Celine schon, die war schon halb drüber. Die haben wir echt aufhalten müssen, gell? So, der Horst hat uns jetzt netterweise heimgefahren. Es war halt schade, wir hätten gern dort gezeltet an dem See, aber ich habe auch nicht erwartet, dass der wirklich abgeschlossen ist. An der freien, frischen Luft und so. An der frischen Luft, genau. Ja, aber wir haben jetzt auch gesagt, ja, rauszwingen muss man es nicht. Wir haben uns das anguckt, wie das ursprünglich geplante Morgen gewesen wäre. Da wären wir den ganzen Tag im Wald gewesen und die Gipfel, da hieß es teilweise nicht mal der Aussicht. Und dann wollten wir es jetzt nicht erzwingen, weil kein so schöner Zeltplatz in der Umgebung war. Dann haben wir gesagt, wir geben wir Horst. Wir haben Horst, genau. Sonst hast du Sabine, guck. Ja, die hat uns auch geholt. Und dann suchen wir uns morgen
von hier aus was Schönes noch aus, was wir machen. Genau, machen wir morgen entweder eine Wanderung oder... Oder E-Bike-Tour. Eine E-Bike-Tour. Ohne mich. Oder eine Radtour. Ohne mich. Wieso ohne dich? Ich hab kein Fahrrad. Also, du, ihr habt so viele hier, du. Ich krieg dir leider keins geschenkt. Ja, das macht nichts. Ich hab so viele Fahrräder, du kannst von mir auch. Der Melina hat so kleines Kinderfahrrad noch, wie wäre das? Also, ich glaube, er holt mich nicht mehr. Wir beenden das Thema. Vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Abbruch. Zum Wohl. Ja. Da hat wohl einer. Ich trinke alleine. Da hat wohl einer. Ich habe noch gar nichts getrunken, aber zum Wohl. Ja, eben. Zum Wohl. Zum Wohl. So haben wir uns jetzt noch gedacht, das ist zu lange Ansage, aber es war ja auch Absage. Geht durch.